Hi Leute, ich bin AC Player und das ist die siebte Folge von Spider-Man. Wir sind jetzt hier als Mary Jane Watson unterwegs, beziehungsweise in ihren Erinnerungen. Sie erzählt es uns gerade, was sie da erlebt hat, bevor ein Einbruch hier stattfand. Theatermasken, 18. Verstehe Jahrhundert. ja, warum Peter das macht, aber das Helden-hinter-Masken-Ding hat mir noch nie gefallen. Als Held sollte man doch eigentlich hinter seinen Taten stehen und sagen können: Ja, das war ich. So eine Art Held wäre ich zumindest gerne. Eine Gruppe von No-Masken aus der Edo-Zeit. Am bemerkenswertesten ist Buaku, der Dämon mit den sorgenvollen Augen. Welcher ist es? Welcher hat hier sorgenvolle Augen? Der da. Keine Ahnung. Okay, wir sollen uns hier die Sachen anschauen. Diese Typen, die wir in der letzten Folge getroffen hatten, die haben so ähnliche Masken gehabt im Face. Katana, 14. Also war Peter Jahrhundert. damit bei ihrem ersten Kampf aufgeschnitten wie ein Würstchen. Pete konnte fliehen, ist halbtot bei mir zusammengebrochen und ich musste ihn mit Dads Auto in die Notaufnahme bringen. Der erste von vielen Auftritten als Schwester MJ. Zu vielen. Eine Katana-Klinge, die Ma Samune zugeschrieben wird, Heft im frühen 19. Jahrhundert neu gewickelt. Ah, da haben wir auch was. Und zwar Tatami-Rüstung Er hat 5. es sich wohl gesehen. Als großen Mann, der tat, was andere nicht tun würden. Der Typ hat sich gewaltig überschätzt. 15. Jahrhundert, angeblich getragen von einem mächtigen Samurai, der glaubte, dass der Zweck die Mittel heiligt. So, aber hier haben wir jetzt nichts. Hier ist was. Simkaria. War das nicht in den Nachrichten? Handgerollte Zigarren, 20. Jahrhundert, Luxusprodukt aus Symkaria, exklusiv für das Königshaus handgefertigt. Manchmal habe ich das Gefühl, als drehe sich die gesamte Weltgeschichte nur um ein paar Jungs, die sich verkleiden, um sich gegenseitig zu verprügeln. Tatami-Rüstung, 15. Jahrhundert, angeblich getragen von einem jungen Rönin, der einen tyrannischen, unrechtmäßigen Herrscher herausforderte. Ja, Mary Jane, das könnte sein, dass die Welt sich so um die Jungs dreht. Ich weiß noch, als Fisk mit dem Import illegaler Artefakte begann. Er hat den Hafen gekauft, um seine Spuren zu verwischen und die Mitarbeiter entlassen, so wie Dad. Ich wünschte, Dad könnte jetzt sehen, wie sich das Blatt gewendet hat. Samurai der Sengoku-Periode, 16. Jahrhundert, stellt höchstwahrscheinlich Yamamoto Kansuke dar, den einäugigen Schwertkämpfer, der bekannt dafür war, das Recht auf seine eigene Weise auszulegen. Stimmt, wir sind ja in diesem Kunsthaus vom Kingpin. Sollten ja hier nach irgendwelchen Sachen suchen, stimmt. Warte mal, wo wartet die Alte? Da ist sie. Aber hier können wir noch was abchecken. Ja. Dieses Bild kann ich nicht ertragen. Zu viel Spannung zwischen den beiden Figuren. Tapete, 17. Jahrhundert, zeigt zwei Nio-Wächter, Miss Hagu Kongo und Naren Kongo. Naren. Kyoto. So wunderschön. Ein Teil von mir würde am liebsten alles hinwerfen und um die Welt reisen. Aber mein Leben und meine Arbeit sind hier. Öllandschaft auf Seide, 19. Jahrhundert, zeigt Reisende außerhalb Kyotos. Was finden wir noch hier?
Wozu diese ganzen Informationen jetzt? Den Stock habe ich immer gehasst. Echt übel. Gehstock 20. Jahrhundert, ein sehr seltener Emaillierter mit Perlen und Juwelen besetzter Gehstock mit versteckten Funktionen. Sagen Sie, wenn Sie anfangen möchten. Klingt gut. Sprich mit der Besitzerin. Warte mal, da ist noch was. Hat Straftaten ans Licht gebracht. Eine Enthüllungsjournalistin der alten Schule. Sie gefällt mir. Holzschnitt, 19. Jahrhundert. Bild eines jungen Mädchens, das Straftaten einer korrupten Dynastie ans Licht brachte und ihren Zusammenbruch auslöste. Und mehr gibt es hier, glaube ich, nicht. Jetzt haben wir, glaube ich, alles. Nein, das hier noch. Wie hat Fisk das genannt? Vanessa? Ja, der Fisk war, glaube ich, auch nicht mehr ganz normal. Cello, 18. Jahrhundert, Mailand oder Bologna, kurz vor dessen Tod im Besitz von Benito Mussolini. Ich glaube aber, jetzt können wir schwätzen. Als erstes ein Knaller. Ein einzigartiger Kakimon Baku. Oh, wunderschön. Ist das ein Mifune? Ganz genau. Mr. Fisk hat einen guten Geschmack. Fotografiere dieses Baku. Vergessen Sie nicht, dieses Stück zu fotografieren. Es ist wirklich wertvoll. Oder soll ich das hier fotografieren? Ach so. Haben Sie ihn vor seiner Festnahme gut gekannt? In einem beruflichen Kontext. Ich habe viele seiner Verkäufe abgewickelt. Gehen wir doch weiter. Aber selbstverständlich. Dieses exquisite Stück veranschaulicht den traditionellen Tarashikomi-Tintenklecks-Effekt. Die beiden Nio sind sehr beeindruckend. Kein Wunder, dass Fisk dieses Stück gefallen hat. Das ist sein Stil. Er liebte die Dualität. Der Zerstörer schreit, aber der Schöpfer müht sich im Stillen. War bei den Verkäufen, die Sie abgewickelt haben, jemals etwas illegal? Nein. Nein, natürlich nicht. Nicht, dass ich wüsste. Hier die filigranen Goldintarsien dieses zeremoniellen Teeservice. Ein Freund beim Bezirksanwalt erwähnte, dass Fisk über Kunstverkäufe gestohlene Waren veräußert. Davon würde ich sicher nichts wissen. Oh, natürlich nicht. Ich frage mich nur, ob Ihnen nach seiner Festnahme im Nachhinein etwas seltsam vorkommt. Wissen Sie was? Meine Zeit wird langsam knapp. Warum machen Sie nicht schon mal das Coverfoto? Als ich meinem Freund gesagt habe, dass ich über Sie berichte, meinte er, Ihr Name käme ihm bekannt vor. Nur das Foto, bitte. Stellen Sie sich dahin. Sind Sie sicher, dass Sie mir nichts über Fisks Aktivitäten sagen möchten? Vielleicht ganz im Vertrauen? Ich glaube, Ihre Leser würden sich nicht interessieren für... Verdammt, warten Sie hier bitte. Was? Oh, Moment. Ich kenne diese Statue. Ich muss ein Foto machen. Die dürfte eigentlich nicht hier sein. Hallo? Craig, ich rufe Sie zurück. Meine Liebe, ich denke, Sie sollten gehen. Oh, könnte ich kurz die Toilette benutzen? In Ordnung. Folgen Sie mir. Danke. Hier ist es wirklich schön. Ja, und Sie werden diesen Ort nie wiedersehen. Die Damentoilette ist um die Ecke. Beeilen Sie sich. Natürlich. Ich bin sofort wieder da. Warum sollte die Statue nicht da sein? Ach, hier waren bestimmt irgendwelche Aufführungen statt. Hallo Craig, komisch, dass Sie anrufen. Weil Ihre Reporterin nicht die Lobeshymnen singt, die wir vereinbart hatten. Nein, sie ist jetzt hier.
Ich muss in das Hinterzimmer. Wenn die Statue das ist, was ich denke, wird das eine riesige Story. Was meinen Sie damit, er musste umplanen? Wenn Leute misstrauisch werden, erscheint das Fragezeichen-Symbol und sie fangen an zu untersuchen. Sobald du das Ausrufezeichen siehst, wurdest du entdeckt. Wenn sie nicht ihre Reporterin ist, wer ist sie dann? Wer ist in meinem Auktionshaus? Oh mein Gott. Nein, ich vertraue Ihnen überhaupt nicht. Ich weiß nicht, soll ich oder soll ich nicht? Als erstes werde ich das Fräulein Enthüllungsjournalistin festnehmen lassen. Und danach werde ich Ihnen den Kopf abreißen, Craig. Mist, sie ist sauer. Ja, das ist eine Drohung. Aha. Ah. Okay. Ich glaube Ihnen nicht. Moment, was war das? Peter hat mich erzählt. Aber. Fisk hat darin Beweise versteckt. Warum haben die Cops sie hier gelassen? Ich weiß, dass man sie öffnen kann. Aber wie? Jetzt warte mal, wenn ich schon mal hier bin, untersuchen. Ahne sehen. Er hält etwas in der Hand. Ja, bestimmt diesen. Das, diesen Stab da, diesen Gehstock. Oder das hier. Dahinter ist der Neo. Aber er sieht anders aus. Wahrscheinlich eine Fälschung. Da ist auch noch ein Zimmer, aber da komme ich nicht weiter. Was kann ich hier noch machen? Hier kann ich gar nichts machen. Da sind Bücher, kann ich nichts machen. Zu Fisk ist sie sicher netter. Bestimmt. Kann ich hier raus? Auch nicht. Habe ich hier was? In einer seiner Hände ist etwas. Aber was? Ja, was denn? Ich sag doch, dass es dieses Ding ist. Warte mal, nochmal. Er hält etwas in der Hand. Ich kann das nur drehen, mehr kann ich nicht machen. Das ist doch das Ding hier. Ach so. Die Statue ist beweglich. Die gebräuchlichste Pose ist verborgene Kraft. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorne. So, das könnt ihr euch durchlesen. Untersuche die Statue. Vielleicht lässt sich das bewegen. Was? Der Kopf? So oder so. Im Katalog stand etwas von zwei Posen. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorn. Ah. Was stand da nochmal? Im Katalog stand etwas von zwei Posen. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorn.
Okay, warte, rechte Handfläche, das ist das hier. Okay, und es runter. Damit kann ich jetzt nichts machen. Sehr schön. Aber ein Teil fehlt. Ja, diese Stange da. Die habe ich schon mal gesehen. Die nehmen wir und die geben wir der Statue. So geht das nicht. Wieso? Sondern Passt, ist aber nicht richtig. im Katalog. Nochmal. Zeig mal. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorne. Die wegen ihres modularen Designs und der fünf Gelenkpunkte bemerkenswerte Statue kann eine Vielzahl von Posen einnehmen. Die gebräuchlichste ist die von Naraen Kongo. Mund geschlossen, linker Arm unten, rechte Handfläche weist nach vorn. Diese latent machtvolle Pose vermittelt den Wechsel und das Chaos, das aus kleinen Ereignissen entstehen kann. Machen wir jetzt einfach mal so. Ah, nee, das ist jetzt. Zeig nochmal. Einer seiner Hände ist etwas. Aber was? Okay, warte, 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 warte. Wir kommen gleich dahinter. Nein. Kann ich das eigentlich ablegen? Tatsächlich kann ich's. Warte mal, wie war die Pose hier? Er hält etwas in der Hand. Ob das wohl... Ich kann jetzt damit hier nichts machen. Sag mal, bin ich jetzt eigentlich bekloppt oder? Passt, ist aber nicht richtig. Ja, aber was soll ich denn sonst machen? Ich kann doch hier gar nichts mehr verändern. Er guckt nach rechts, Mund zu. Und das habe ich soweit hier wie auf dem Bild. So geht das nicht. Ja, wie denn sonst? Ich kann doch hier gar nichts verändern. Er braucht ja nur noch dieses eine Ding. In einer seiner Noch. Hände ist etwas. Aber was? Ja, was das ist, das weiß ich mittlerweile. Mund geschlossen,
Linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorne. Das ist doch fast. Vielleicht muss ich diesen einen Arm noch höher machen. Aber wie mache ich das jetzt? Hallo. Ich kann doch mit dieser Statue nichts anfangen, Mann. Ohne Witz. Warten mal, Leute. Letzten Kontrollpunkt laden. Ich will noch mal probieren. So, da sind wir jetzt. Untersuche die Statue. Die lässt sich bewegen. Mund zu. Arm nach unten. Arm nach oben. Mit der Hand kann ich nichts machen. So, mit diesem kann ich nichts machen. Sehr schön. Fast. Aber ein Teil fehlt. Die habe ich schon mal gesehen. Das hier fehlt? Ich hoffe, jetzt funktioniert's. Ich weiß nicht, ob ich... So geht das nicht. Hä? Wieso? Wieso geht das so nicht? Aber das ist doch alles richtig. Ich kann hier gar nichts mehr verändern. Und wenn ich das nicht verändern kann... Ach so. Hatte ich vielleicht das Falsche? Das könnte jetzt natürlich auch sein. Ja. Norman Osborn. Was ist das? Teufelsatem. Was ist Teufels... Was zum... Entschuldigung, Sir. Sie dürfen nicht... Ja. Nicht gut. Wo ist die Statue? Da drin! 把文件找出来! Ich wollte gerade zum Ausgang, als ich dich sah. Du hast Glück, dass du noch lebst. Sagt der Kerl, den ich vor 5 Minuten gerettet habe. Hey, wer immer die Typen mit den Masken sind, sie wollen die Akte. Aber ich komme nicht hier raus, solange es hier von diesen Typen wimmelt. Gut, okay. Du versteckst dich da. Ich schalte die bösen Jungs aus und du verschwindest, wenn die Luft rein ist. Hört sich gut an. Schön, dich zu sehen, Pete. Ja, gleichfalls. Obwohl ich mir unser Treffen anders vorgestellt habe. Lustig. Ich habe es mir genauso vorgestellt. Hat sie ein neues Parfüm? Konzentrier dich, Pete, konzentrier dich. Ja, okay, natürlich. Ich sollte die Typen ausschalten, bevor ich weitergehe. Okay, Pete, ich habe mich vorne versteckt. Gib mir ein Zeichen, dann fliehe ich. Alles klar, worum geht es in der Akte? Was steht drin, dass die Typen sie unbedingt haben wollen? Reden über etwas namens Teufelsatem. Nein!
Mission gescheitert. Mann! Ich habe falsch gehandelt. Ich habe echt falsch gehandelt. So, genau. Von hier aus. Okay, Pete, ich habe mich vorne versteckt. Gib mir ein Zeichen, dann fliehe ich. Alles klar, worum geht es in der Akte? Da steht drin, dass die Typen sie unbedingt haben wollen. Notizen über etwas namens Teufelsatem. Fisk sollte ein geheimes Forschungslabor dafür bauen. Und was immer dieser Teufelsatem ist, Fisk hatte Angst davor. Er nennt ihn Büchse der Pandora. Fisk und Angst. Wir müssen dich und die Akte hier rausbringen. Moment. Ah, je. Muss leise sein. Das war's. Nee, da ist noch einer. Dass der seinen hängenden Kollegen nicht sieht. Bitte, tun Sie mir nichts. Okay, alles klar. Boah. Och du meine Güte. Nein! Das gibt's doch nicht. Ja, Spidey, was machst denn du auch? So, jetzt bin ich hier. Ich muss da hoch. Wo kann ich hier schießen? Auf was? Also da habe ich zwei Typen. Super. Hat mich überrascht, was? Oioioi. Genau, sei still. Nein, lass sie mich gehen! MJ! Stopp! Nein. Versteck dich! Na, wollt ihr euch noch prügeln, Jungs? Echt uncool, die Geiselnahme, Jungs. Wow! Wow, was ist das für ein glänzendes Zeug auf euren Händen? Seid ihr Geister? Habt noch nie mit einem Geist gekämpft. Okay, ich habe gegen Gespenster gekämpft. Aber technisch gesehen sind Gespenster keine Geister. Alle Geister sind Gespenster, aber nicht alle Gespenster sind Geister. Versteht ihr? Ah, das scheint irgendwas mit Energie zu sein. Nichts Geisterhaftes. Alles okay. Gegen einen Geist kämpfen bleibt also auf meiner Wunschliste. So.
Was ist das für einer? Ich glaube, da haben wir jetzt einen Bosskampf hier. Oder auch. Aber wer weiß. Nee. Hey, Jungs. Erledigt die! Tägliches Ausdauertraining absolviert. Huh. Erledigt. Ah, sieht antik aus. Ich glaube, ich kenne jemanden, der mir was über die Herkunft sagen kann. Aber das kommt später. Mr. Lee. Ich habe mit Craig gesprochen. Sie sind gar nicht seine Reporterin. Sie arbeiten nicht mal für Heritage Arts. Habe ich nie gesagt. Hi, Mary Jane Watson, Daily Bugle. Sie... Wir werden kein Wort darüber schreiben, was hier vorgeht. Fürs Protokoll. Was wissen Sie über die Akte, die gestohlen wurde? Das gar nichts. Was ist mit der heißen Ware, die Fisk hier im Auktionshaus angeboten hat? Ihr Herausgeber wird von unserem Anwalt hören. Mix? Als wäre das letzte halbe Jahr nie gewesen? Ja, die Akte wurde gestohlen. Ich frage mich, was da eigentlich war in der Akte drin, wenn sie so wichtig ist. Seit wann ist Mix eine Pizzeria? Keine Ahnung, aber zum Glück gibt es noch diese Pommes. Absolut. Die besten in der Stadt. Also, wie läuft's beim Bugle? Ja. Tja, gerade kam eine wütende Nachricht von Robbie wegen meiner sogenannten Eskapaden heute. Also muss ich wohl wieder zur Rechtsabteilung. Mal wieder. Ah, wenn er den Artikel liest, den du schreibst, wirst du befördert. Also, die gruseligen Maskenjungs. Wie siehst du das? Ganz normale Härte in der Stadt. Wie siehst du das? Ich glaube, da steckt mehr dahinter. Lass uns nicht nur über den Job reden. Wie geht es dir denn? Hast du die Beförderung bekommen? Nein, aber wir stehen kurz vor einem großen Durchbruch. Du weißt, dass Oscorp dich sofort einstellen würde. Ein Anruf bei Harry... Klar, aber Dr. Octavios Arbeit wird Millionen helfen. Ich bin genau da, wo ich sein möchte, da, wo ich sein sollte. Das klingt ja fast, als wäre es dir wichtiger als dein anderer Job. Das sind ja völlig neue Töne von dir. In 6 Monaten kann sich viel ändern. Warum sind wir beide hier, Pete? Naja, ein Essen unter Freunden. Freunde. Das sind wir also. Wäre doch schön, also, wenn du es auch möchtest. Wir haben nicht gerade Glück im Gepäck. Ja, schon, aber... Ist das so schlimm? Ich meine, im Gepäck sind doch auch schöne Sachen wie, wie Geld und Schlüssel und Himbeerlippenbalsam. Weißt du noch, warum wir uns getrennt haben? Das ist eine Fangfrage, stimmt's? Nochmal Glück gehabt. Reden wir später? Geh schon. Schön, euch wieder zusammenzusehen. Ihr wart schon immer meine Lieblinge. Wer von euch erratet, wer das war? Den gibt's in jedem Spider-Man-Film. Hey, ich bin's.
Was machen diese Einheiten auf der dritten? Offenbar ist unser alter Freund Herman Schultz wieder da. Schocker. Ist er nicht auf Bewährung? Tja, hat wohl nichts gebracht. Keine Angst. Herman ist eine Pfeife. Den habe ich vor dem Bettobfall wieder in Rikers. Schocker. Ich war gerade essen mit meiner Ex, nachdem ich sie vor maskierten Kriminellen gerettet hatte. Und jetzt vermöble ich einen Irren, der Leute schockt und ausraubt. Was für ein herrlich normales Leben, Peter Parker. Ja, aber das werden wir dann in der nächsten Folge erst machen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Peter, ich wollte nur sicher...